Was hätte Jesus dazu gesagt, zu dieser aktuellen Situation? Und das ist auch für alle sehr wichtig, was er gesagt hätte. Denn es öffnet wahrscheinlich, so hoffe ich doch, für einige von uns nochmal neue Felder des Bewusstseins. Es geht um die Vorhersage für Juni, was uns im Juni erwartet. Und wie wir mit den Energien im Juni umgehen sollen, was alles geschehen wird oder wie es geschehen wird, das erwartet dich in diesem Video. Wenn ich mich jetzt so hineinversetze in die Energie von Jesus, also dadurch, dass ich ein Medium bin, kann ich das ganz schnell. Ich kann auch ganz schnell hin und her switchen von der hohen Energie in die Erdenergie. Also völlig egal. Und wenn ich mich jetzt in Jesus hineinversetze, sehe ich direkt, wie er sagt: Ich gebe euch meinen Segen, geliebte Menschen. Geliebte Menschen, die ihr erwachen möchtet, die ihr auf dem Weg seid zu erwachen. Ich gebe euch alle meinen Segen. Aber, und jetzt kommt das Aber, lieber Mensch, sei wachsam und achte auf deinen freien Willen. Denn im Juni scheint alles schön. Es glitzert, so wie hier bei mir. Es glitzert alles. Das ist die Oberfläche. Der Schein trügt, denn wenn du weiter runter schaust, wenn du unter diese Decke des Glitzerns schaust, dann erkennst du, dass vieles noch verschleiert ist. Einige von euch werden schon genau fühlen oder immer mehr fühlen, was wirklich vor sich geht. Das Problem ist, dass die Agenda bereits erfüllt ist. Es wurde alles erfüllt. Und die Hilfe ist, der Lichtblick, das bist du. Das Lichtblick ist jeder einzelne von uns. Der Lichtblick. Sprachstörung, Entschuldigung. Also der Lichtblick, das ist jeder einzelne von uns. Denn es geht darum zu erkennen, was unter diesem Schleier ist. Unter diesem Schleier der vermeintlichen neuen Freiheit durch die Lockerungen, die gerade eben durch das schöne Wetter sich automatisch ergeben. Die hatten sich auch letztes Jahr ergeben, die haben sich dieses Jahr wieder ergeben. Es liegt jetzt nicht an dem Pieksen, dass die Menschen gepiekst wurden und sich dadurch die Maßnahmen also ja nicht mehr so schlimm sind. Ja, dass wir mehr Freiheit bekommen, Freiheit bekommen. Allein das Wort ist schon ganz schlimm, denn jeder hat Anspruch auf seine persönliche Freiheit. Es gibt es nicht, dass irgendjemand die Freiheit der Menschen einschränken darf. Das wird hier ständig getan, seit 2 Jahren. Und auch jetzt im Juni ist diese vermeintliche Freiheit, dass man den Menschen so ein bisschen was gibt, sie dürfen wieder fortgehen, wenn man sich das überlegt. Und sie müssen dann auch noch vorweisen, dass sie gepiekst sind oder so ein Testpapier vorlegen. Also hallo, das nützt ja alles nichts. Auch wenn du gepiekst bist, kannst du dich ja trotzdem noch anstecken und krank werden. Und du musst jedes Jahr diesen Vollzug da machen mit dem neuen Pieksen. Also es geht nicht so. Es ist so, ist es also, wie es jetzt ist, ist es nicht in Ordnung. Wenn ich jetzt weiterschaue in den Juni, dann sehe ich diesen Weg der Freiheit, der ist auf jeden Fall da, der ist nicht weg, der ist da. Nur sehen ihn viele Menschen noch nicht, weil sie sich zu sehr beeinflussen lassen von diesen Angstszenarien, die immer noch da sind und die nicht abnehmen werden, weil es ist ja auch ein großes wirtschaftliches Panorama, was sich da für bestimmte Firmen auftut, die da unheimlich Geld damit verdienen, mit dieser Angstgeschichte. Also das heißt einfach, die Neinsager,
die sind noch zu wenig. Die Ja-Sager sind ungefähr 70% der Menschen, die zu allem Ja sagen. Die sind beeinflusst von der Kraft der Angstmache. Es ist ja nicht diese Krankheit, die schlimm ist. Es ist die Angstmache. Das ist das eigentliche Virus. Und das haben fast keine Menschen verstanden. Und das ist jetzt diese Energie, also die prallen aufeinander, beide Energien, die Nein-Energie, die Ja-Energie, und ist aber noch überdeckt jetzt durch diese neue Möglichkeit der kleinen Freiheit. Es wird jetzt auch die nächsten Sommermonate so sein. Ja, die Menschen werden das wieder vergessen, bis dann im Herbst das natürlich wieder anfängt von vorne. Wieder Einschränkungen kommen werden. Ich glaube, das wisst ihr alle. Was aber ganz schlimm ist, dass die Kontrolle immer mehr zunehmen wird. Und das ist das, was unterm Schleier ist, diese Kontrolle. Wir haben einen Kontrollstaat. Es wird uns alles diktiert. Die Freiheit wird uns genommen. Und das ist jetzt verdeckt in dem kleinen Freiraum, den man uns plötzlich gibt, indem man sich anmaßt, uns diesen Freiraum geben zu können. Dabei kann man es gar nicht, aber man tut es. Und alle laufen wie die Schafe mit. Dieses Bild habe ich halt leider im Kopf und es ist so für mich. Du musst jetzt für dich selbst überprüfen, wo du stehst, was das mit dir macht, was ich sage, und da deinen Weg finden, denn wir tragen alle für uns die Verantwortung. Und es kommt eben darauf an, ob du mit dem Mainstream weiterläufst oder ob du deine Richtung gehst. Bis jetzt sind es ja nur um die 20%, die genau wissen, dass ihr Weg nicht der des Mainstreams ist. Also wir sind schon sehr, große Teile von uns sind sehr beeinflusst. Und das ist die Energie im Juni. Also es trügt, der Schein trügt. Es ist nicht so, wie es aussieht. Im Moment geht es so weiter, wie es war. Es ändert sich überhaupt nichts. Es ist ein kleiner Lichtblick, wenn man jetzt mal so von der positiven Seite guckt. Der ist auf jeden Fall da. Und es wird auch, wenn die Geschäfte offen sind, die können aufatmen, ganz klar. Die haben ja viel nachzuholen und auch die Menschen, die endlich rausgehen können, haben ganz viel nachzuholen. Und das vermischt sich mit dieser wunderschönen neuen Energie des Junis. Aber es ist, wie gesagt, der Schein trügt und es heißt, sei wachsam und schaue auch, was noch hinter den Kulissen geschieht, denn die Kulissen werden geschoben. Sie werden so geschoben, dass es uns nicht auffällt, dass dahinter Dinge passieren, die vielleicht gar nicht so gut für uns sind. Und das ist wichtig, dass das jeder weiß und dass wir nicht alles hinnehmen. Solange niemand aufsteht und was dagegen tut, kommen wir nicht weiter. Solange wird dieser Schleier immer dicker und wir können da nicht durchsehen. Das ist jetzt so ein Vergleich. Es hieß früher immer, oder es heißt eigentlich immer noch, der Schleier des Vergessens. Der Schleier des Vergessens, der uns daran erinnert, wer wir in Wirklichkeit sind, der uns unsere Fähigkeiten entdecken lässt. Dieser Schleier, der ist jetzt auch auf der Erde, und zwar verhindert dieser Schleier, die Wahrheit zu erkennen. Und die wenigen unter uns, der kleine Prozentsatz, der hinter diesen oder durch diesen Schleier schauen kann, das sind die Menschen, die Kraft geben, die Licht bringen und die alles noch aufrechterhalten. Und diese Menschen werden mehr werden, auf jeden Fall. Denn jeder, der zuschaut, jeder, der dieses Licht bekommt und auch nachher in der gemeinsamen Meditation gestärkt wird, der trägt dazu bei, dass es wieder besser wird. Und es ist ganz wichtig, denn wir dürfen uns nicht von politischen Maßnahmen einfach so eingrenzen lassen. Das geht überhaupt nicht, ihr Lieben. Ja, also der Juni wird durch diesen Schleier vieles nicht spürbar machen,
An der Oberfläche wird man glücklich sein, aber danach, später kommt dann der Hammer sozusagen, wo du denkst, oh Mann, muss denn das alles sein? Denn es muss nicht sein, es muss nicht sein, nur sieht es niemand. Wir werden nun ein Channeling mit Jesus bekommen, eine schöne Durchsage mit Jesus, und er wird uns begleiten, und ich freue mich wirklich schon sehr darauf. Schön, dass du heute hier bist. Besuche auch meinen Engel, mein Engelradio, denn dort spielen wir die 11 Frequenzen, die Licht und Liebe auf die Erde bringen, und werde Kanalmitglied, denn dort bekommst du kostenlose Webinare für deine Weiterbildung in den neuen Berufen der Zeit. Und wenn du mich persönlich kennenlernen möchtest, dann komme nach Marburg zum Lichtarbeitertreffen, zum spirituellen Treffen. Dort gibt es ein wundervolles Webinar von mir, für die, die von zu Hause zuschauen, ein Webinar für die, die dort vor Ort sind, ein Seminar, und das wird hochenergetisch werden. So, jetzt sprühe ich mich erstmal ein, natürlich mit Jesus, ganz klar. Ganz klar mit Jesus. Oh, das tut richtig gut. Und ich wünsche euch gleich ganz viel Freude und Kraft von dem, was jetzt kommt. Jesus trägt das Licht zu dir. Jesus überbringt die Energie des Schutzes für jeden Einzelnen und auch für Nirjana. Und so empfangen wir die Botschaft und die Energie von Jesus. Geliebter Mensch, das Licht und die Liebe sei mit dir. Ich sende dir Trost, Kraft und Liebe. Und ich möchte dich bitten, dich an deinen Auftrag zu erinnern. Denn du hast zugestimmt, als du auf die Erde kamst, in dieser Inkarnation, mit allen Menschen, mit deinen Mitmenschen, der Erde zu helfen für eine bessere Welt. Jetzt haben sich schon alle Prophezeiungen erfüllt, aber dennoch leuchtet dieses Licht der Liebe, welches du in dir trägst. Und gerade das ist es, was dich stärkt und was dich erkennen lässt, wo dein Weg dich hinführt. Dieses Licht, es lässt dich selbst erkennen. Und Jesus bittet dich, in Achtsamkeit abzuwägen, für was du dich entscheidest. Der vermeintliche Weg der Freiheit kann dir nicht gegeben werden, denn du besitzt ihn bereits. Sei dir dessen bewusst. Sei dir bewusst, dass du alles in dir trägst, was du benötigst,
und lasse dich nicht klein machen. Lass es nicht zu, dass jemand über dich bestimmt. Denn du bist ein Kind Gottes. Ein Kind Gottes, welches die Freiheit in sich trägt. Lass dich nicht klein machen und fremdbestimmen, denn so ist es nicht vorgesehen von der Schöpfung. Lieber Mensch, Jesus ist bei dir. Und wenn du das Licht erkennst, das Licht von Gottes unendlicher Schöpferkraft und Liebe, dann führe ich dich voller Freude zu Gott, zu meinem Vater. Es ist alles vorbereitet und Gott erwartet dich mit seiner großen Liebe. Gott erwartet deine Seele, um dich zu stärken und um die göttliche Ordnung durch dich auf die Erde fließen zu lassen. Und wenn du bereit bist und dir selbst jetzt in diesem Moment die Erlaubnis gibst, dich zu öffnen, dann wird die göttliche Liebe durch dich hindurchfließen, auf die Erde, zu allen Menschen. Und so öffne nun dein Kronenchakra mit deiner Absicht. Lass es ganz weit werden und empfange die Liebe Gottes, Kraft und Stärke. Empfange den Segen Gottes, welcher nun in goldenen Tropfen auf dich hinabfällt. Breite deine Hände aus mit der Handfläche nach oben und nimm den Segen Gottes in Empfang. Spüre, dass du niemals alleine bist und spüre, dass du ein Teil vom Großen und Ganzen bist, dass die Engel bei dir sind, dass Jesus bei dir ist und Gott seine Hand schützend über dich hält. So nimm einen tiefen Atemzug der Liebe und der Kraft. Denn das, was du heute gespürt hast, das, was du vielleicht mit deinem inneren Auge gesehen hast oder was du gefühlt hast, das ist dein Seelenweg. Dein Seelenweg des Lichtes, welcher dich zu Gott führt. Und so, völlig egal, was geschieht, solange du dieses Licht in dir nährst, mit Liebe und Achtsamkeit, bist du mit Gottes Liebe verbunden. Jesus nickt dir zu. Geschützt bist du, mein Kind, geliebt wirst du.
lieber Mensch. Wir sind bei dir. Und so verabschiedet sich Jesus mit einem Lächeln, mit einem wissenden Lächeln von dir. Und du kommst in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder langsam in das Hier und Jetzt zurück. Ja, dann denke ich, du bist auch wieder da, voller Zuversicht für alles, was jetzt geschieht. Und denke immer daran, dieser Schleier, der im Juni sich bildet, dieser Schleier der vermeintlichen Freiheit, ist ein Schleier. Er verschleiert das, was wirklich geschieht. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Ich danke dir sehr für dein Licht. Eine Umarmung von mir und ein Küsschen. Bis bald. Bis bald. Summer.